Aber was ich meinte, war dieses langsame Ausbreiten. Ich bin ja mit meinem Vater, den ich alle 14 Tage getroffen habe, bin ich dann sozusagen an den Stadtrand von Berlin gefahren. Ja, habe ich den Flug, mein Vater hat es mit mir zum Flughafen Schönefeld gesehen. Gefahren habe ich dann, also am Rande der Stadt, dann erstmal abfliegende Flugzeuge gesehen. Und gesehen, ah, da endet die Stadt. Oder mein Vater hatte dann schon Auto, dann sind wir aus der Stadt rausgefahren. Ja? Und dann gab es noch Kontrollen von den Russen. Den Stadtrand, der Ostberliner Stadtrand, haben die Russen kontrolliert. Die Straße, da standen die dann, weil wir haben einen Schlagbaum, und dann wurden die Ausweise kontrolliert. Und dann durfte man, wenn das okay war, durfte man dann eben sich da rausfahren in die Landschaft. Und dann ja, mein Vater ist mit mir in so eine Gedenkstätte Ziegenhals, das ist da hinter Grünau irgendwo, gefahren. Da war die Thema-Gedenkstätte, waren das schon so diese Ausflugsgebiete. Der Berliner fährt ja gern ins Grüne und es war so was, ja. Und das Politische mit dem Privaten verbunden, da wurde dann wieder ein Ruderboot ausgeliehen, ja, und dann, oder auch mal ein Paddelboot, und dann ist man so auf diesen Kanälen da rumgefahren und hat so einen Sonnabendnachmittag da verbracht. Oder mein Vater ist mit so einem Gartenlokal gegangen, er hat dann Weiße und für Kinder irgendwie eine Brause, und dann hat man das. Oder ich habe das dann eben irgendwie da mit meinem Vater da rumgesessen und habe diese, ich würde mal sagen, diese Berliner Garten-Stadtrand-Kultur so in mir aufgenommen. Die habe ich so im Weißen See, aber es nicht so. Ja, aber wenn man eben in diese Ausflugsgebiete gefahren ist, und das war eben, da war da Köpenick, und das war, musste ja Ostberlin sein, weil man sonst um Westberlin musste man ja rumfahren. Ja, also bis man dann nach Potsdam gekommen, war ja eine Weltreise sozusagen. Aber Ostberlin, da eben die Ausflugsgebiete, da ist man dann am Wochenende, sind wir da manchmal mit meinem Vater hingefahren, und dann haben wir das gesehen. Und so hat sich in meinem jugendlichen, kindlichen Bewusstsein langsam die Stadt immer weiter ausgedehnt, dieses Gebiet, bis hin sozusagen dann in andere Städte zu fahren dann als Jugendlicher und das dann kennenzulernen. Aber so erstmal war es so eng eben, ja. Und gleichzeitig sozusagen immer mit diesem Bewusstsein, die Mauer, die habe ich ja auch immer gesehen. Ja? Also wenn man, also von besonders wahrgenommen habe ich das, wenn man mit der S-Bahn gefahren ist. Wenn man am Bahnhof Greifswalder in die S-Bahn Richtung Pankow eingestiegen ist, dann ist die gefahren Schönhauser Allee, und dann gab es eine ganz lange Station, wo die S-Bahn sehr schnell gefahren ist, plötzlich viel schneller, als sie zwischen allen anderen Stationen gefahren ist. Und das war genau die Station zwischen Schönhauser Allee und Pankow. Da ist er durch den toten Bahnhof Bornholmer Straße gefahren. Und da war das klar, das ist hier die Grenze. Und du hast das auch an allen Blicken in der S-Bahn gesehen. Die haben dann so, wie die Leute so auf so eine bestimmte ängstliche Weise dann hin und wieder nicht hingeguckt haben, und das war ich noch haben, dass das also das Grenzgebiet war, und da irgendwo standen auch die Grenzen, aber wenn man richtig hingeguckt hat, hat man sie sicherlich auch gesehen, ja. Und dahinter irgendwo im Nebulösen, da war diese sagenhafte West-Berlin, und je älter man wurde, umso konkreter wurde das. Da kam das Fernsehen her, da kamen die Jeans her, da kam die Schokolade her, da kamen die Westpakete immer im Jahr her, die irgendwie alle Tüte und Schöne sozusagen darstellen.